So Leute, und herzlich willkommen zum Let's Play von The Amazing Spider-Man. So, wir sind jetzt in dem Roboterlabor und wollen jetzt gucken, ob wir Connors retten können. Oscorp übernehmen. Was, Alistair? Das nenne ich Ehrgeiz. Zu schade, dass sie ihn so destruktiv nutzen. Und wir kriechen hier erstmal eine Runde durch den, ja, wie soll es auch anders sein, durch den... Sieht aus wie ein Lüftungsschacht, ich gehe auch mal davon aus, dass es einer ist. Bevor Alistair etwas Dummes tut, wie ihn zu töten, wenn er es nicht schon getan hat. Und jetzt werden wir mal schauen. Die Welt braucht kein Mittel gegen das Böse, Connors. Sie braucht eine Waffe. Das Nanobot-Serum ist und mein da sind großer die Durchbruch. Eine neue Ära der Nanotechnologie bricht heute an. Sie wird alles verändern. Mein Vermächtnis wird ewig sein. Und ich will, dass Sie es sehen, Sie Connors. Haben nicht nur Ihre Beine verloren, sondern auch Ihren Verstand, Smile. Bitte keine Entschuldigung. Mein Verstand war nie klarer. Ich habe eine Verantwortung. Warum wollen Sie Unschuldige vergiften? Wenn Sie mich nur... Glauben Sie, ich bin ein Idiot, Connors? Ich kenne Ihren Plan. Indem Sie das Problem, das Sie geschaffen haben, lösen, werden Sie bei Oscorp wieder aufgenommen. Nein, meine Arbeit formt die Zukunft, nicht Ihre. Ich werde die Stadt retten. Vielleicht schaffe ich es zum Aufzug und komme so zu Connors. So, das werden wir gucken, Spidey. Wenn sich da was bewegt, steht das Förderband still. So, haben die uns denn sehen? Also sie suchen auf jeden Fall nach uns. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen ja... Also die suchen sehr fleißig nach uns. Wir können ja auch gar nicht an den ganzen Robotern dran vorbei. Deswegen, ich schau mal gerade. Das hier müsste der Aufzug sein. Ah, oder wo ist der genau? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir gucken einfach mal... Können wir vielleicht da hinten hin? Tja, wie gehen wir da jetzt am besten vor? Wie gehen wir da jetzt am besten vor? Okay, jetzt sind wir am Arsch. Alter Falsch. Tja, das ist gar nicht so einfach. Hier ist eine ganze Menge los. Ich muss diese mechanischen Arme ausschalten. Die sehen nicht so aus, als wären sie für eine Massage gut. Tja, diese mechanischen Arme. Du bist ganz lustig. Ich würde sagen, wir versuchen hier gleich mal... eine Tarnattacke. Mal gucken, ob das was wird. Jawohl, das funktioniert. Okay, dann müssen wir das jetzt ein paar Mal machen. Hier ist gleich der nächste. Ja, das ist doch, das reicht schon. Sehr gut. So, komm mal her, kleiner Roboter. Dir geschieht auch nichts. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Gehen wir mal hier hinten rüber. Und dann heißt es wieder Zahnattacke und ciao. Du bist raus. Ah, und da sind auch die mechanischen Arme, alles klar. Aber wir haben doch bestimmt noch einige Roboter. Vielleicht kann ich sie aufhalten, wenn ich diesen elektrischen Generator zerstöre. Okay, du willst also den elektrischen Generator zerstören. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir hier diese Schnellschussdinger loswerden können. Das wäre nämlich mal eine Maßnahme. Kommen wir da ran? Ich weiß es nicht. Komm, ganz schnell jetzt. Schlafenszeit, mein Freund. Ich
Okay, das war ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp. Den hier, den nehmen wir uns jetzt aber auch nochmal zur Brust. Weil die Experience, die können wir alle gut gebrauchen, ne? So, und was ist mit dem hier? Der läuft da auch noch rum. Den können wir uns auch noch schnappen. Diese mechanischen Arme müssen deaktiviert werden. Ja, das ist mir schon klar, das ist mir schon klar. Ich glaube, das hier sind die Generatoren, ne? Aber vorher müssen wir natürlich erstmal diese Schnellschussdinger loswerden. Das machen wir jetzt mal. Weil die sind schon tierisch nervig. Langsam, Kinder! Ich habe genug Süßigkeiten für jeden von euch. Tja, hier haben wir immer noch eine ganze Menge von den Dingern. Ah. Alles klar, da oben können wir also, kommen wir schon ran, dass wir das zerstören können. Ja, dann machen wir das doch mal. Jetzt haben wir hier auch keine Laserstrahlen mehr, die uns nerven können. Alles klar, das ist der eine von vieren. Dann werden wir mal danach uns den zweiten zur Brust nehmen. Allerdings haben wir da noch ein paar von diesen Teilen, die wir jetzt aber erst auch erstmal zerstören. Hat sich da was bewegt? Und hier haben wir auch noch irgendwo einen Roboter hier direkt unter uns. Der wird auch erstmal lahmgelegt. Und dann gucken wir mal. So, das ist der zweite. Das heißt, noch zwei weitere. Und dann haben wir erstmal die Fabrik hier ein wenig geschwächt. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier runter. Batschen den hier an die Wand und dann geht's hier rauf und jetzt drehe ich mich hier mal um. Hier haben wir glaube ich alle weg, jawohl. Ist hier noch irgendwas? Ah, von da müssen wir, alles klar. Okay. Können wir hier jetzt ran? Noch nicht ganz, glaube ich. Na komm. Ach, sowas Blödes. Wir können es theoretisch hier oben mal versuchen. Jawohl, da kriegen wir den einen weg. Diese mechanischen Arme ausschalten. Die sehen nicht so aus, als wären sie für eine Massage gut. Tja, wie gehen wir jetzt weiter? Machen wir hier mal den Geschützturm. Und dann war's das, glaube ich. Gucken wir mal. Ist hier noch was? Ach, er hier. Alles klar. Den kriegen wir auch noch so kaputt. Jawohl. Und dann können wir den letzten Transformator zerstören. Ach Quatsch, da vorne ist ja noch einer. Blödsinn, einen haben wir noch, den wir machen müssen. Aber der dürfte nicht mehr so sehr bewacht sein. Ah, denkst du? Ist der. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Hm.
Vielleicht kann ich sie aufhalten, wenn ich diesen elektrischen Generator zerstöre. Ach, da in der Ecke. Alles klar. Alles klar, jetzt sollte es aber reichen, dass wir, wenn wir den jetzt zerstören. Gut, dann gucken wir mal, was passiert. Jetzt geht hier die Tür auf, jawohl. Verschafft ihr Zugang zur unterirdischen Einrichtung, dann werden wir das mal machen. Mein Netzschuss könnte den Dampf stoppen. Für eine Sekunde. Ach du je. Gut. Welche Richtung nehmen wir? Welche Richtung nehmen wir? Okay, so nicht. Wo haben wir denn hier den Schaden herbekommen? War das jetzt durch einen Dampf? Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Weil wir haben da ja eigentlich welche rausgemacht, aber wir haben sofort Schaden bekommen. Ja, ich werde jetzt nochmal versuchen. Dann werden wir das sehen. So, gespeichert hat er auch glücklicherweise. Dann gucken wir mal. Hier. Nein, das geht nicht. Der ganze Boden scheint. Vielleicht können wir darüber fliegen. Also, oder schwingen. Das werde ich mal nochmal ausprobieren. Wir haben da ja keine, also einfach nur den Ladebildschirm, danach kann ja nichts mehr passieren, dass wir irgendwie vorher was wegräumen müssen, weil das Spiel relativ oft speichert, das gefällt mir auf jeden Fall gut. So, dann versuchen wir es nochmal. Guck ich mal. Ja, das ist alles elektrisch. Mein Netzschuss könnte den Dampf stoppen. Für eine Sekunde. Ja, doch, das hat. Oh, aufpassen. Dinger hier zuspinnen. Ah, okay. Das hat geklappt. Dann die Seite hier einmal. Na komm. Hat auch funktioniert. Dann haben wir hier vorne einmal. Ah, da will er immer auf diese dämlichen Roboter gehen. Ja, da müssen wir da. Müssen wir hier einmal rüber. Zack. Okay, haben wir. Und hier einmal noch. Na, da will er nicht. Können wir das machen, indem wir hier uns dranhängen? Wie können wir das dann machen, dass der da rauf schießt? Das ist doch blöd so. Ah, jetzt soll es funktionieren. Na komm. Das ist eine Marktforschung. Jawohl. Wahrscheinlich schmeißt mir einen Aufzug. Das ist geheim, wie das wahrscheinlich erwartet hatte. Schön. Eine ganze Menge. Eieieiei. Tja, das ist ein ganzer Haufen Scheiße hier. Ja?